Herzlich willkommen und guten Morgen zum letzten Tag der Media Convention 2019. Dieser Tag steht unter dem Motto Digital Media Literacy, also digitale Bildung, wie wir mit den Technologien umgehen, wie wir mit Social Media umgehen, und das ist das Thema. Es wird sehr spannend, viele Panels sind bereit. Natürlich sind wir heute wieder auf Bühne 6 und 7 live für Sie und übertragen alle Diskussionen live auf Alex TV und im Alex Online Stream und natürlich auf Facebook im Online Stream. Außerdem können Sie unter dem Hashtag MCB19 mitdiskutieren und den spannendsten Diskussionen folgen und uns natürlich auch gerne auf Twitter, Facebook, Instagram und YouTube folgen und liken und kommentieren und alles Mögliche machen. Und wenn Sie gestern nicht dabei waren, dann brauchen Sie nicht traurig sein. Heute Morgen ab 9 Uhr, also ist jetzt schon online, ist der Podcast von meinem Kollegen Maurice Mathieu online, der fasst den ganzen Tag nochmal quasi in 20 Minuten zusammen, stellt die wichtigsten Themen vor, die wichtigsten Kontroversen, und ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannender Podcast. Genauso wird er das mit dem heutigen Tag machen, halt dann wieder am Morgen. Ja, und der Tag fing schon relativ ernst an mit dem Thema digitale Verteidigungslinien, wie Propaganda und Fake News die Sicherheitspolitik im Netz formen. Ja, es ist ein gutes Einstiegsthema, würde ich sagen. Also nicht zu locker, sondern es wurde direkt sehr, sehr, sehr ernst. Und da habe ich gleich auch Julia Schütze bei mir. Sie war Panel-Teilnehmerin und ich freue mich sehr auf sie. Sie ist Projektmanagerin für die internationale Cybersicherheitspolitik bei der Stiftung Neue e.V. Und ihre Forschungsschwerpunkte liegen auf Cyberangriffe gegen Wahlprozesse, komparativer Cybersicherheitspolitik und Cyberdiplomatie. Und da sehe ich sie auch schon. Sie ist in den Startlöchern. Hallo. 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 Wollen Sie einfach hier? Okay. Schön, Sie hier zu haben. Hi. Ich freue mich sehr. So, das war auf jeden Fall ein sehr spannendes Panel, direkt sehr ernst zum Anfang des Tages. Welche neuen Erkenntnisse haben Sie mitnehmen können? Also für mich waren die Erkenntnisse jetzt dieses Problembewusstsein. Ich hatte ja ein bisschen angesprochen, dass wir ja auf der einen Seite über Schwachstellen reden, die halt über IT-Kenntnisse, wie reagieren wir, wenn ein Cyberangriff passiert, wie gehen wir damit um, und dann gibt es halt noch diese ganz anderen Schwachstellen, die halt da liegen, wie leben wir unsere Demokratie. Ja, also diesen Unterschied zu machen und dann halt darüber zu sprechen, was für Maßnahmen brauchen wir, ist, glaube ich, sozusagen nochmal, habe ich mich nochmal bestätigt gefühlt, und dass wir da die richtigen Leute halt rankriegen, um diese Lösung zu finden, ist wichtig. Es wurde ja vorhin gesagt, Cyberangriffe, darunter können sich die wenigstens noch vorstellen. Es ist nicht wie ein Banküberfall, wo ich weiß, da gehen Robber in die Bank und überfallen das. Ich kann mir da nicht wirklich was vorstellen. Was ist es? Sind das Daten, die genommen werden? Oder? Genau, unterschiedlich. Also das Beispiel, was ich erwähnt hatte, also sagen wir mal, du bist jetzt Politiker oder Politikerin, und mein Interesse als Angreifer ist, ich möchte irgendwie deine Kommunikation, dein E-Mail oder dein Facebook-Account hacken, weil ich denke, ich finde da bestimmt irgendwas, was ich dann der Öffentlichkeit zustellen machen kann, und das wird dich total schädigen in deinem Ruf und so weiter. Und dann könnte ich zum Beispiel dir deine E-Mail schicken, die so aussieht wie von Facebook, und du denkst, ach ja, ich muss mein Passwort ändern, sagt Facebook, du klickst darauf und dann sind sie sozusagen in deinem Account. Kannst du aber ein bisschen ändern, kannst du dich auch gegen schützen, indem du halt sagst, okay, ich brauche eigentlich noch 2-Faktor, ja, also die E-Mail alleine nicht, sondern wenn das Passwort geändert werden soll, dann kriege ich nochmal irgendwie einen Anruf auf meinem Telefon und so. Und dann hast Facebook, genau, ja, jetzt auch. Also so, das ist eine Hacking-Taktik über Phishing-Attacks, die wir halt am meisten sehen, die ist relativ günstig auch, und da gibt es Anbieter leider auch für, wo man dann sozusagen 9000 E-Mails an Leute schickt und man schaut eigentlich mal, von wem, wo wird es denn geklickt, wo komme ich denn so rein, und am Ende guckst du, habe ich irgendwelche guten Informationen dadurch bekommen, ja. Es wurde ja auch über Algorithmen gesprochen. Algorithmen bestimmen, wie schnell und einfach sich Fake News und Propaganda verbreiten. Wie muss ein Algorithmus gestaltet sein, damit es sich Fake News und gut recherchierte Nachrichten voneinander unterscheiden, und eventuell, was ist so die Zukunft, ja, wenn du es dir aussuchen könntest? Das ist eine super Frage, die einfach noch zu wenig, wo wir einfach auch zu wenig Forschung haben und Transparenz. Ja, diese Algorithmen werden momentan halt von privaten Unternehmen eingesetzt, und
wir müssten eigentlich mehr Transparenz da bekommen. Wie sehen diese Bull-Algorithmen genau aus? Was tun sie? Vielleicht auch mehr, ja, also das ist sozusagen einfach, da fehlt uns teilweise die Forschung, weil die Forschung innerhalb von privaten Unternehmen stattfindet. Also ich wäre dafür, sozusagen auch unabhängige Forschung dazu zu erweitern. Genau, das ist der eine, ja. Also das wären so die nächsten Schritte. Das wäre auf jeden Fall wichtig zu beantworten, ja. Und was müssen die Betreiber wofür müssen die Betreiber einstehen und wofür muss der Staat einstehen? Also ich meine, der Staat kann halt wirksam vielleicht auch solche Dinge erreichen, ja, dass wir vielleicht mehr Transparenz bekommen in solche Algorithmen und Forschung fördern, Leute zusammenbringen, um bessere Lösungen zu finden, die Zivilgesellschaft einbinden in Gesetzgebungsprozesse, wenn sie überlegt, solche Dinge zu regulieren. Also das ist, finde ich, für mich jetzt, um sozusagen gute Lösungen zu finden, die Aufgabe des Staates. Mhm. Ja. Und Sie hatten vorhin gesagt, dass die Schwachstelle liegt nicht nur in der Technologie, sondern halt auch in der Handhabung der Technologie, so habe ich das jetzt einfach mal übersetzt, in den Menschen. Müsste da mehr Bildung mit einfließen oder wie kann man sich da informieren? Genau, also auf jeden Fall, wir haben jetzt halt momentan noch einen sehr langen Fokus gehabt auf so Awareness-Campaigns, ja, also um diese, einfach nur, dass man zwei Faktor hat, dass man bestimmte Dinge einfach für die Sicherheit selbst tun kann. Mhm. Und ich glaube halt, dass solche Kampagnen nicht unbedingt so wirksam sind, sondern es wirklich auch Hands-on-Training gibt. Also jemanden irgendwie an die Hand nehmen. Und, also Hands-on-Training, genau, was lernen, vielleicht in der Schule. Genau, in der Schule oder an anderen. Super Orten, Schlusswort. Genau. Vielen lieben Dank für das Interview. Ich habe mich sehr gefreut. Ich weiß, Sie haben noch einen vollen Tag vor sich. Jetzt geht es direkt weiter mit dem nächsten Panel und wir sehen uns danach. Viel Spaß.